Trotz der Milliarden von Dollar und der jahrelangen Arbeit, die in die Herstellung eines Films investiert wird, gehen manchmal Dinge schrecklich schief. Hier sind einige Filme, die irgendwo da draußen in einem Regal stehen, aber nie veröffentlicht wurden. Der Film Alles ist vergänglich aus dem Jahr 1984, in dem unter anderem Bill Murray, Dan Aykroyd und Zach Gremlins Galligan mitwirkten, ist eine seltsame Idee von Tom Schiller, einem ehemaligen Teilnehmer von Saturday Night Live, der das Drehbuch schrieb und Regie führte und Lorne Michaels den Produzenten der Show. Aufgrund unbekannter rechtlicher Probleme hat es der Film nie auf die große Leinwand oder ins Kino geschafft, obwohl er im deutschen und holländischen Fernsehen lief und eine einzige Ausstrahlung bei Turner's Classic Movies hatte. You will get everything you want in your lifetime. Only you won't get it in the way you expect. Der Film spielt in einer brasilianisch anmutenden, surrealistischen Welt, in der die Hafenbehörde tatsächlich die Kontrolle über ganz New York hat, Landstreicher im Untergrund die Welt beherrschen und Bill Murray als Busfahrer Ausflüge zum Mond unternimmt. Tried to keep away from conceptual art. Das Ganze scheint zu seltsam zu sein, um zu existieren. Aber es gibt einen Trailer auf YouTube und wenn man lange genug sucht, kann man vielleicht eine nicht autorisierte Kopie des Ganzen finden. Horrorfans legen großen Wert auf Kontinuität und das komplizierte Durcheinander von Fortsetzungen, Prequels und Reboots, die nach Tobe Hoopers The Texas Chainsaw Massacre veröffentlicht wurden, macht es nicht einfach, dem zu folgen. 1998 fügte der Sohn des Regisseurs, William Hooper, dem Kanon mit All American Massacre einen ganzen Beitrag hinzu. Ein in den 1970er Jahren eingesiedeltes Prequel zu The Texas Chainsaw Massacre 2, das nie veröffentlicht wurde. Der größte Bonus des Films ist, dass der Schauspieler Bill Moseley die Rolle von Chop Top Leatherfaces gestörtem Bruder weiter aufnimmt. Außerdem wurde versprochen, dass die Entstehungsgeschichte der mörderischen Sawyer-Familie beleuchtet wird. Jahre später wandte sich William am Kickstarter, um die Postproduktion abzuschließen, scheiterte aber an der Finanzierung von $8,000. Möglicherweise aufgrund des Trailers, der die Kampagne begleitet und die einige Fans als amateurhaft empfanden. Die Facebook-Seite des Films wurde in letzter Zeit nur noch sporadisch aktualisiert, so dass es möglich ist, dass der Film nie das Licht der Welt erblicken wird. In der Zwischenzeit ist das Franchise vom Studio zu Studio gewandert, wobei das neueste Reboot Texas Chainsaw Massacre im Jahr 2022 von Netflix veröffentlicht wird. Spring Break 83 ist in der Tradition der schrecklichen College-Filme der 1980er Jahre konzipiert und zeigt einen Querschnitt von Stars von heute und gestern. Darunter ein Alan Ritchson aus der Zeit von Reacher, Eric Estrada, John Goodman, Morgan Fairchild, Joe Pantoliano und sogar Lee Majors aus The Six Million Dollar Man. Die Handlung dreht sich um eine Gruppe von vier Freunden, die sich rächen wollen, nachdem sie vom Rest ihrer Highschool-Abschlussklasse schikaniert wurden. Leider werden wir wohl nie erfahren, wie sie es anstellen und ob es witzig ist, denn die Produktion wurde eingestellt, weil sie niemanden bezahlen konnten. Nachdem der Stecker gezogen wurde, wurden die Dreharbeiten einige Monate später fortgesetzt und Regisseur Moss Callahan teilte den Zuschauern mit, dass sein Film fertig sei. Auf der inzwischen gelöschten Webseite von Big Sky Pictures wurden Dutzende von Produktionsfotos und sogar eine Vorschau auf den Anfang des Films veröffentlicht. Aber bis heute steckt der Film in der Schwebe. 2012 tat Tom Hooper, der Regisseur von Les Miserables, etwas scheinbar Neues. Er nahm die gesamte Filmmusik live auf, indem er die Schauspieler am Set singen ließ und auf ausgefallene Studio-Overdubs verzichtete, selbst wenn diese nötig gewesen wären. Aber Les Miserables war nicht der erste Film, der auf diese Weise produziert wurde. Nehmen wir zum Beispiel den Film Temptation aus dem Jahr 2004, bei dem Mark Tarloff Regie führte und den wir nie zu sehen bekommen werden, obwohl er mit echten Sängern gedreht wurde. Temptation hatte eine All-Star-Besetzung mit Broadway-Persönlichkeiten wie Adam Pascal von Rent und dem zukünftigen Avatar, Star Trek und Guardians of the Galaxy-Star Zoe Saldana. Die Rockoper ist Berichten zufolge eine musikalische Interpretation der Faustlegende, gemischt mit einem Krimi und einer Prise surrealistischer Animation. Der Film wurde nur einmal beim New York Musical Festival 2004 gezeigt, aber die Produzenten behaupten, dass sie den Film trotz des Todes von Regisseur Mark Tarloff im Jahr 2021 fertigstellen wollen.
Der Horrorfilm Worst-Case-Szenario des niederländischen Regisseurs Richard Raphorst handelt von einer Armee deutscher Zombies, die von den Toten aufersteht, um sich an England für eine verheerende Fußballniederlage zu rächen. Eine Allegorie? Vielleicht, aber unabhängig von seinen Vorzügen ist es unklar, wie viel von dem Film tatsächlich existiert. Die Dreharbeiten begannen 2004, aber es gab nur wenig Filmmaterial zu sehen, vor allem in ein paar populären Trailern. Der offizielle Promo-Trailer wurde sogar für den Golden Trailer Award 2006 nominiert. Und einige Zombie-Fans bezeichneten ihn als den besten Trailer, den sie je gesehen haben. Leider ist es wahrscheinlich, dass der Trailer alles ist, was wir jemals von dem Film zu sehen bekommen werden. Die Produktion wurde 2009 abgebrochen. Wenn es eine Lehre gibt, die man aus Bad Girl ziehen kann, dann die, dass kein Film vor den Launen der Studios sicher ist. Nicht einmal ein bewährtes Multimedia-Franchise wie Batman. Batman speaking. Warner Bros. Discovery gab 90 Millionen Dollar aus, um Bad Girl auf die Kinoleinwand zu bringen. Der Film war vollgepackt mit Talenten, darunter Leslie Grace als Barbara Gordon, J.K. Simmons als ihr Vater, Commissioner James Gordon, Brendan Fraser als Bösewicht Firefly und Michael Keaton, der seine Rolle als Batman wieder aufnahm. Mit Adil El Arbi und Bilal Fallah hinter der Kamera schien es zumindest auf dem Papier so, als würde Bad Girl zum Blockbuster werden. Doch etwas ging schief. Warner Bros. Discovery sagte die Pläne ab, den Film in die Kinos zu bringen oder ihn sogar auf Max zu übertragen. Dieser Schritt war schockierend, da sich Bad Girl zum Zeitpunkt der Entscheidung noch in der Postproduktion befand. Es wurde kein offizieller Grund für diesen Schritt genannt. Obwohl Branchenexperten auf mehrere angeblich negative Testvorführungen und die mögliche Steuerabschreibung verwiesen, die WBD dazu veranlasste, das teure Projekt fallen zu lassen. Derzeit gibt es keine Pläne, Bad Girl auf irgendeiner Plattform zu veröffentlichen. Tut mir leid, Aaron Taylor-Johnson. Du bist nicht die erste Live-Action-Variante von Kraven dem Hunter. Ein ungenannter Schauspieler spielte den furchterregenden Spider-Man-Feind in einem 1974 von Studenten der New York University produzierten Fanfilm. Der Kurzfilm mit dem Titel Spider-Man vs. Kraven the Hunter war ein 30-minütiger Farbfilm, der von Bruce Cardozo, der später für die visuellen Effekte von The Avengers und Thor verantwortlich war, auf 16mm gedreht wurde. Cardozos Film basierte auf The Amazing Spider-Man #15, der den Beginn von Cravens langer Karriere als Spider-Man-Gegner darstellte. Diejenigen, die den Film gesehen haben, sind der Meinung, dass Kraven dem Ton und dem Aussehen der Comics von Stan Lee und Steve Ditko treu geblieben ist und sogar mit umfangreichen visuellen Effekten ausgestattet wurde, die es Joe Elliott's Spider-Man ermöglichten, an Gebäuden hochzuklettern. Das fertige Produkt war so gut, dass es von Stan Lee gelobt wurde und jahrzehntelang auf Comic-Kongressen lief. Kraven gewann die Unterstützung von Marvel, aber nicht die finanzielle Unterstützung oder die Vertriebsrechte. Daher schlummerte der Film bis zu seinem Tod im Jahr 2015 in Cardozos persönlicher Sammlung. Berichten zufolge war die einzige bekannte Kopie des Films auf Cardozos Computer gespeichert, der zum Zeitpunkt seines Todes vernichtet wurde. Derzeit existiert er nur als eine Handvoll Screenshots. Nach mehreren Erfolgen mit Low-Budget-Kampfsportfilmen wie Bloodsport 2 setzten die Geschwister und Produktionspartner Alan und Diane Maris auf den Mainstream-Markt. Sie steckten 5 Millionen Dollar in eine Gangsterkomödie mit dem Titel The Good Life und engagierten eine Reihe bekannter Gesichter, darunter Dennis Hopper, Andrew Dice Clay, die Mafia-Veteranen Frank Vincent und Tony Sirico sowie Frank Stallone, der auch seinen Bruder Sylvester zu einem Cameo-Auftritt überredete. Aber der Film war von Anfang an in Schwierigkeiten und nach nur 15 Tagen legten die Gewerkschaften, die die größtenteils nicht gewerkschaftliche organisierte Crew bestreikten, den Film still. Die Produktion wurde von Miami, Florida nach Ixpada, Mexiko verlegt, wo die Situation noch schlimmer wurde. Der Film Titanic, der in der Nähe gedreht wurde, verschlang die örtlichen Ressourcen. Schließlich wurden mehrere Mitglieder der Besetzung von der Crew entlassen und in den Wasserfällen eines Golfplatzes wimmelte es von Krokodilen. Dennoch stellten die Mereses The Good Life fertig und veröffentlichten ein Promo-Reel, in dem Sylvester Stallone eine wichtige Rolle spielte. You wanna dance, you gotta pay the band. You Dies missfiel dem Actionstar und seinem Bruder, die Produzenten nacheinander auf insgesamt 50 Millionen Dollar verklagten. Es kam zu einer Einigung, aber The Good Life wurde nie in die Kinos gebracht. Derzeit ist ein kurzer 17-Sekunden-Clip auf YouTube zu sehen.
Was passiert, wenn man zwei Oscar-nominierte Schauspieler, zwei gefeierte Saturday Night Live-Autoren und einen Produzenten zusammenbringt? Dessen Liste von Fast Times at Ridgemont High bis hin zu Yellowstone reicht? Die Antwort lautet Katastrophe. Zumindest wenn es sich um Arrive Alive handelt. Eine Komödie aus dem Jahr 1990 mit Willem Dafoe und John Cusack in den Hauptrollen. Der von Art Linson produzierte und von den SNL-Veteranen Michael O'Donoghue und Mitch Glaser geschriebene Film war als Vehikel für Bill Murray gedacht, der einen minder bemittelten Detective spielen sollte, der einen komplexen Fall untersucht, in den ein Indianerstamm in Florida verwickelt ist. What are you looking for in a movie? Well, you know, you want manners. You really do want you guys. Gotta be manners involved. Laut Glaser verzichtete Murray unter anderem wegen des gewalttätigen Inhalts des Films. In einer Szene beißt ein Killerwal seinem Trainer den Kopf ab und Dafoe übernahm die Hauptrolle. 3 Wochen nach Beginn der Produktion zog Paramount den Stecker von Arrive Alive. Über den genauen Grund gibt es unterschiedliche Angaben. Aber angeblich wollte das Studio den Ton des Drehbuchs von O'Donoghue und Glaser ändern und mehr Slapstick-Elemente hinzufügen. Berichten zufolge war Dafoe mit einem breiten Ansatz unzufrieden und verließ die Produktion, was zur Absage des Films führte. Unabhängig von den Gründen existiert Arrive Alive heute nur noch in Form eines Drehbuchs, obwohl ein YouTube-Video angeblich 3 Standbilder aus dem Film enthält. Wie schmal der Grat zwischen Passionsprojekt und Eitelkeitsfilm ist, zeigte der chinesische Immobilienmogul John Jiang, als er sich an die Produktion des Fantasyfilms Empires of the Deep machte. Jiang wollte ein episches Franchise wie Star Wars oder Der Herr der Ringe starten und steckte umgerechnet 130 Millionen Dollar in den Film, indem es um einen Kampf zwischen Meerjungfrauenkönigreichen und einem dämonischen Kriegsherrn ging. Jiang nutzte seine tiefen Taschen, um zunächst den Regisseur von Das Imperium schlägt zurück, Irvin Kershner, und die italienische Schauspielerin Monica Bellucci zu engagieren. Mit einem Haufen Geld kann man zwar Talente kaufen, aber man kann sie nicht dazu bringen, unter unmöglichen Bedingungen zu produzieren. Sprachbarrieren, gefährliche Bedingungen und ständige, unlogische Drehbuchänderungen, die von Jiang diktiert wurden, führten dazu, dass mehrere Regisseure und Schauspieler die Produktion aufgaben, die schließlich 3 verschiedenen Filmemachern zugeschrieben wurde. Das Schlimmste war jedoch, dass ein Trailer im Internet wegen der minderwertigen Spezialeffekte und der unverständlichen Handlung auf breiter Front verspottet wurde. Empires wurde trotz kostspieliger Nachdrehs und einer massiven Crowdfunding-Kampagne nicht vertrieben und blieb unveröffentlicht, obwohl Jiang noch 2016 darauf bestand, dass der Film für den Vertrieb bereit sei. In der Hoffnung, sich von einer Reihe kostspieliger Flops wie dem Ende der 90er Jahre gedrehten Film Mercury Rising zu erholen, verpflichtete sich Bruce Willis 1997 sowohl als Hauptdarsteller als auch als Produzent von Broadway Brawler. Der Film, der als romantische Sportkomödie à la Jerry Maguire gedacht war, hatte Maura Tierney in der Hauptrolle, die sich in Willis' angeschlagenen Eishockey-Champion verliebt, und Oscar-Preisträger Lee Grant als Regisseur. Das 28-Millionen-Dollar-Projekt hatte alle Anzeichen eines Hits, bis Willis den Stecker zog. Nach 20 Drehtagen feuerte Willis Grant Kameramann William A. Fraker und einige andere, weil sie mit ihrer Arbeit unzufrieden waren. Dennis Dugan, der bei zahlreichen Adam Sandler-Komödien Regie führte, wurde als Ersatz für Grant engagiert, hielt es aber für nur einen Tag aus, bevor das Projekt aufgegeben wurde. 25 Jahre später bleibt Broadway Brawler unvollendet und ungesehen. Obwohl er oft als einer der größten Filmemacher der Filmgeschichte bezeichnet wird, hatte Orson Welles häufig Schwierigkeiten, seine Projekte zu verwirklichen, und in vielen Fällen gelang es ihm nicht einmal, sie auf den Weg zu bringen. Seine kompromisslose künstlerische Vision und seine sprunghafte Persönlichkeit veranlassten viele Geldgeber, ihm die Unterstützung für seine Arbeit zu verweigern oder zu entziehen. Infolgedessen hinterließ Welles nach seinem Tod im Jahr 1985 viele vollendete Projekte. Einige wie The Other Side of the Wind wurden von Mitarbeitern fertiggestellt, während andere wie The Deep unvollendet blieben. In der Verfilmung des Romans Dead Calm von Charles Williams, der 1989 mit Nicole Kidman verfilmt wurde, spielten Welles, John Murray und Lawrence Harvey die Hauptrollen als Seereisende, die durch Mord und Betrug zusammengeführt werden.
Welles drehte den Film zwischen 1966 und 1969 auf einem Segelboot vor der jugoslawischen Küste. Doch finanzielle und technische Probleme hinderten Welles daran, die Produktion abzuschließen. Und der Tod von Harvey im Jahr 1973 sowie der Verlust des Originalnegativs torpedierten jede Chance, das Projekt zu retten. Abgesehen von Ausschnitten in der 1995 erschienenen Dokumentation Orson Welles One Man Band ist The Deep seit mehr als 5 Jahrzehnten nicht mehr zu sehen gewesen. Mitte der 1980er Jahre wurden die Sinne der Fernsehzuschauer am späten Abend von einem Werbespot für Blood Circus überrumpelt. Einem Ultra-Low-Budget-Film, der eine Mischung aus professionellem Wrestling, Außerirdischen, billigem Gore und einem Rocksänger, der über Goldschmuck schreit, darstellte. Der Film war ein Eitelkeitsprojekt von Santo Victor Rigatuso, einer berüchtigten Figur auf dem Fernsehmarkt, der Blood Circus als Werbeträger für seine Schmucklinie Santo Gold kreierte. The Santo Gold Heavyweight Championship Wrestling Belt is awarded to the winning tag team in the new science fiction space wrestling movie comedy Blood Circus. Santo Gold war Gegenstand zahlreicher staatlicher Unterlassungsverfügungen wegen der haarsträubenden Behauptungen über den Schmuck, der im Wesentlichen aus vergoldetem Metall bestand. Rigatuso gab Berichten zufolge ein Vermögen für Blood Circus aus, schaffte es aber nicht, einen Verleiher für den Film zu finden. Kritiken, die den Film als unverständlich bezeichneten, trugen wahrscheinlich nicht dazu bei. Dennoch lief Blood Circus eine Woche lang in mehreren Theatern in Baltimore, bevor er verschwand, obwohl Clips auf YouTube verfügbar sind. Rigatuso, der später wegen Postbetrugs im Gefängnis saß, bewirbt Blood Circus weiterhin über seine marode Webseite. Nur wenige Animationsfilme hatten eine solche Pechsträhne wie DreamWorks' Me and My Shadow. Der Film begann seine verworrene Existenz im Jahr 2010 als komödiantische Fantasiegeschichte über einen Menschen, der entdeckt, dass sein Schatten ein Eigenleben hat. Ich und mein Schatten wurde als eine Mischung aus traditioneller handgezeichneter Animation und CGI konzipiert. Josh Gad und Bill Hader übernahmen die Rollen der menschlichen und schattenhaften Helden, während Kate Hudson die Rolle von Gads Liebe übernahm. Ursprünglich sollte Shadow 2013 in die Kinos kommen, wurde aber auf 2014 verschoben, um Platz für Mr. Peabody und Sherman zu schaffen. Als dieser Film floppte, begannen die Probleme. I don't want this one, Mommy. He's sarcastic. DreamWorks Animation wurde einer massiven Umstrukturierung unterzogen, bei der 500 Stellen gestrichen und mehrere Animationsprojekte, darunter Shadow, eingestellt wurden. Aber die Geschichte war damit noch nicht zu Ende. Edgar Wright nahm das Projekt 2015 wieder auf und schrieb 3 Entwürfe für ein neues Drehbuch, bevor Comcast DreamWorks aufkaufte und eine weitere Umstrukturierungsrunde anordnete. In einem filmischen Fall von Kollateralschaden wurde Shadow zum 2. und letzten Mal gecancelt. Alles, was von dem Film übrig geblieben ist, sind etwa 12 Minuten an Testanimation und Konzeptgalerien. Obwohl der Titel auf eine Fortsetzung von 10 Dinge, die ich an dir hasse, aus dem Jahr 1999 hindeutet, war die romantische Dramödie 10 Dinge, die ich am Leben hasse, aus dem Jahr 2012 in Wirklichkeit ein eigenständiger Film, der von einigen der für den Film aus dem Jahr 1999 verantwortlichen Kreativen gedreht wurde, darunter Regisseur Gil Junger und Produzent Andrew Lazar. Evan Rachel Wood und Thomas McDonald übernahmen die Rolle der verzweifelten Hauptfiguren, die im anderen einen Grund zum Leben finden. Die Finanzierung erfolgte zum Teil durch 2 unabhängige Unternehmen, die britische Intendem Films und Mad Chance Production. Die Dreharbeiten begannen Ende 2012, wurden aber Anfang 2013 gestoppt, als Intendem-Chef Jerry Smith wegen finanzieller Verluste zurücktrat. In Gesprächen mit der Fachpresse nannte Smiths Nachfolger Robert Mitchell jedoch die Schwangerschaft von Evan Rachel Wood als Grund für den Stillstand und behauptete, die Produktion werde 2013 wieder aufgenommen. Im Jahr 2014 war die einzige aktive Komponente von 10 Things I Hate About Life eine Klage von Intendem gegen Wood wegen Vertragsbruchs, nachdem sie den Film vor der Fertigstellung verlassen hatte. Wood schlug zurück und behauptete, Intendem hatte sie nicht bezahlt. Das Patt führte zum Scheitern des Films, der heute nur noch in Form eines Trailers und von Produktionsfotos existiert. Ein 30-minütiger Ausschnitt, der 2013 auf den American Film Market potenziellen Investoren vorgeführt wurde, scheint spurlos verschwunden zu sein, obwohl das Originaldrehbuch 2022 im Internet auftauchte. Die unwahrscheinliche Partnerschaft zwischen Jamie Foxx und Ken Jeong führte nicht nur zu einem, sondern zu 2 unveröffentlichten Spielfilmen. Oscar-Preisträger Foxx
und Afterparty 2, Star Jong kündigten 2012 eine informelle Zusammenarbeit an, bei denen jeder einen Film mitspielen würde, den der andere geschrieben hat. Fox würde in Jongs Komödie Afterprom mitspielen und Jong würde in Fox All-Star Weekend mitspielen. Jongs Film scheint in der Versenkung verschwunden zu sein. Nach 2013 gibt es keine Informationen mehr darüber. Während All-Star Weekend 2016 fertiggestellt wurde und 2018 erscheinen sollte. Doch die Komödie mit Fox und Jeremy Piven als NBA-Besessene wurde auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Obwohl sie mit Stars wie Robert Downey Jr., Eva Longoria und Benicio del Toro besetzt war. Es ist möglich, dass der Humor des Films zu seinem Status beigetragen hat. In der Berichterstattung über den Film wurde darauf hingewiesen, dass Downey in dem Film einen Mexikaner spielte, während Fox, der mehrere Rollen spielte, als weißer rassistischer Cop auftrat. Als er von CinemaBlend zu Weekend befragt wurde, sagte Fox: "Wir versuchen, die sensiblen Ecken aufzubrechen, damit die Leute wieder lachen können." Was Fox mit empfindlichen Ecken meinte, ist unklar, aber All-Star Weekend ist vorerst in der Schwebe. Randy Quaid war 1999 noch ein beliebter für den Oscar nominierter Charakterdarsteller, als er zusammen mit Michael Caine und Catherine McCormick die Hauptrolle in The Deptus übernahm, eine Komödie über Menschen mit Suchtproblemen. Der Film wurde nur eine Handvoll Mal aufgeführt und stieß auf so negative Resonanz, dass das Projekt auf Eis gelegt wurde. Die Entscheidung, The Deptus auf Eis zu legen, war Berichten zufolge auf dem Konflikt zwischen Evie Quaid und dem Software-Milliardär Charles Simonier zurückzuführen, der mehr als 12 Millionen Dollar in das Projekt investiert hatte. Don Big Bucks. Chance wanted me to sit in for him. Simonier war offenbar mit einigen Inhalten des Films unzufrieden, darunter eine ziemlich grafische Sequenz bei einem Konzert der deutschen Industrial-Band Rammstein, und erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen die Quaids, die sie daran hinderte, den Film zu veröffentlichen. Die Quaids, die mehr als 3 Millionen Dollar ihres eigenen Geldes in The Deptus investiert hatten, waren gezwungen, Konkurs anzumelden, was den Beginn einer jahrelang persönlichen und beruflichen Talfahrt markierte. Obwohl The Deptus seit der einstweiligen Verfügung nicht mehr zu sehen war, versuchten die Quaids, den Film über die Streaming-Plattform The Cast verfügbar zu machen. Kürzlich wurde der Film auf der indischen Streaming-Dienst Binged gelistet, der jedoch feststellte, dass der Film in Indien nicht gestreamt wird.